Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Fionda ist auf der Insel Gak-Gak gestrandet und die dort lebenden Hühner halten Henrietta auf einem Thron gefangen. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt. Und Sky. Ja, ich bin der Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Diese Hühner haben mein Lieblingshuhn so gern, sie wollen es nicht mehr gehen lassen. Hoch lebe Königin Gak-Gak. Wir werden sie mit etwas ablenken müssen. Aber diese Hühner lassen sie nicht für eine Sekunde aus den Augen. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Robohund, dein Einsatz. Du musst etwas abholen. Noch ein Nagel, das müsste dann genügen. Danke. Beeil dich ein bisschen. Die Unwetterwolken wehen wild auf uns zu. Ryder, der Sturm kommt zurück. Wir müssen uns beeilen. Es geht sofort los. Es geht sofort los. Hoch lebe Königin! Und jetzt die volle Beleuchtung. Wuff, Taschenlampe. Sky, es geht los. Und hab dich. Hoch lebe Königin Gak-Gak. Hoch lebe Königin Gak-Gak. Na dann los, schnell zur Flunder. Hoch lebe Königin Gak-Gak. Gut, dass die Flunder repariert ist. Volle Kraft voraus. Hoch lebe Königin Gak-Gak. Oh, Paw Patrol, ich danke euch für diese mutige Rettungsaktion. Wenn Sie wieder mal auf einer Insel festsitzen, Frau Bürgermeisterin, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ihr wisst ja, auf einmal sind ganz viele wilde Kaninchen beim Osterfest aufgetaucht. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du musst mit deinem Katapult Leckerlis in der Gegend verstreuen und die Kaninchen damit in den Käfig locken. Geht klar. Rocky rockt. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das ist keine Ente. Sieh mal, das Kaninchen ist doch total süß. Oh. Das übernehme ich. Na komm, ich hab was für dich. Ich weiß doch, dass dir die Karotten schmecken. Erwischt. Danke, Rocky. Oh nein, seht nur. Ein Kaninchen fehlt mir noch. Hoppel sitzt ganz oben auf dem Riesenrad. Sky, wir brauchen dich mit deinem Hubschrauber und deinem Körbchen am Riesenrad. Hoppel muss gerettet werden. Beeil dich. Ja, ich bin der Flughund. Ich sehe ihn. Ich lasse das Körbchen runter. Bitte ganz vorsichtig sein. Er ist sehr schreckhaft. Keiner sagt was. Alle verhalten sich ruhig. Ruff, Körbchen! Ich bin so vorsichtig, wie ich kann. So, kleines Kaninchen, dann hüpf mal in das Körbchen. Du musst keine Angst haben. Wenn sonst keiner will, fahre ich eine Runde. Oh nein! Oh oh, Kaninchen können nicht fliegen. Kein Problem für die Paw Patrol. Das war ein super Fang, Sky. Ja. Sky hat es geschafft. Vielen, vielen Dank, Paw Patrol, dass ihr unser Fest gerettet habt. Und diese entzückenden kleinen Kaninchen selbstverständlich auch. Und wenn wieder mal ein Kaninchen entwischt, ein Anruf reicht. Segeln auf dem Küstenmeer, Seemannsmann sind wir. Und wenn wir einen Schatz finden, durch drei teilen wir. Der Schatzsucher geht, wohin der Wind ihn weht. Juhu! Ryder, wie gut, dass ihr da seid. Die Kinder sind spurlos verschwunden. Wir finden sie. Der Windsack zeigt uns, in welche Richtung der Wind weht. Und wenn wir die Windrichtung kennen, sucht Zuma mit dem Luftkissenboot nach den Kindern und Henrietta. Es geht los in diese Richtung. Wow! Ja! Oh oh, wir stecken fest. Oh nein, das Segel. Haltet euch alle an dem Segel fest, klar? Und du krallst dich an mir fest, Henrietta. Oh oh, wie kommen wir wieder runter? Keine Ahnung. Steht ihr Schiffswrack. Hilfe! Und da ist die Besatzung. Hilfe! Wow, wie sind sie da raufgekommen und wie wollen wir sie wieder runterholen?
Ich weiß, Henrietta, mir ist auch ganz mulmig, aber das wird schon. Ryder, der Wind ist so heftig, dass der Felsen wackelt. Ja, du hast recht. Du musst Abstand halten. Seilrutsche! Na, bist du bereit für eine Rutschfahrt? Henrietta und ich, wir können es kaum erwarten. Ryder, danke, dass du sie wieder heil nach Hause gebracht hast. Sie wissen ja, Frau Bürgermeisterin, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Ruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Auf Bürgermeisterin Gutherz Leuchtparty ist etwas Merkwürdiges passiert. Ihre Gäste schweben in Riesenblasen. Und jetzt haben wir die Aufgabe, alle wieder sicher nach unten zu bringen. Also für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspiel und Chase. Das ist ein Fall für Geheimspiel und Chase. Und Marshall. Marshall macht's. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, sieh nur, das ist unser Freund. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ryder, ich bin so froh, euch hier zu haben. Meine Gäste schweben alle davon. Wie soll ich ihnen das Essen servieren? Hui! Ich hole Alex. Leiter hoch. Wasserdüsen. Seht mal, da sind Kathi und Katzi. Bin schon unterwegs. Saugnapfpfoten. Seilrutsche. Festhalten, Kathi. Ich bring euch runter. Halt, warte, stopp. Wir sind es doch. Deine Freunde. Hab keine Angst, kleiner Freund. Wir sehen nur so seltsam aus wegen der Kostüme für die Leuchtparty. Tolle Party, Frau Bürgermeisterin. Vielen Dank, Paw Patrol, dass ihr die Leuchtparty und meine Gäste gerettet habt. Haben wir gern gemacht. Und wenn ihre Gäste wieder mal davon schweben, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen Draufgänger Danny X abfangen, bevor er sich in der Halfpipe-Schlucht verletzt. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Flughund. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sky, sag Bescheid, wenn du Danny gefunden hast. Ja, Ryder, verstanden. Captain Boss, Herr Sitzer, vielleicht solltest du langsamer fahren. Was? Danny, halt an. Moment, du bist nicht Danny. Ich muss los. Danke. Ryder? Sind Seeräuber, der Pirat hat sich das Skateboard von Danny genommen. Was? Okay. Chase, such nach Danny. Er fährt nämlich gar nicht mit dem Skateboard. Geht in Ordnung. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Danny, halt an! Da ist hier mein Skateboard. Zeit für eine extreme Abkürzung. Wuhu! Ich meine, oh nein! Ich muss Danny retten. Netz! Ryder, Danny ist gerettet, aber er hängt da oben fest. Gut gemacht, Chase. Sky, du musst Danny mit deinem Hubschrauber aus der Schlucht holen. So, bitte sehr, Draufgänger Danny. X! Und ich bin dir echt extrem dankbar, Sky. Tolle Rettungsaktion, aber wo stecken Sid und Arby? Was machst du mit uns? Juhu! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. Henrietta steckt in Jakes Familienkuckucksuhr fest. Jetzt rutscht die Uhr den Berg hinunter und Schneebälle rollen hinterher. Everest! Du musst den Berg unterfahren und mit deinem Wurfhaken die Uhr anhalten. Und Rocky, du musst mit deinen Werkzeugen Henrietta befreien, ohne die Uhr kaputt zu machen. Diese Uhr bedeutet Jake sehr viel. Rocky rockt. Ryder, wir sehen die Uhr von
muss schnell bergab. Diese Fahrt muss schrecklich sein, selbst für ein mutiges Huhn wie meine Henriette. Und diese Schneebälle holen auf. Sie könnten die Uhr überrollen. Das werden wir verhindern. Ryder, der große Zeiger ist fast ganz oben. Dann wird sich die Tür öffnen. Rocky, wenn sich die Tür öffnet, versuch Henrietta mit deinem Greifer zu erreichen. Wuck, wuck. Greifer! Wow! Aha! Diese Schneebälle rollen immer noch auf Jakes Uhr zu. Nicht, wenn die Schneebälle vorher zusammenstoßen. Everest, gib dem Linken einen Schubs. Rocky, du dem Rechten. Ja, es hat geklappt. Jetzt müssen wir versuchen, die Uhr einzuholen. Beeilen wir uns. Ryder, ich schaffe es schneller mit meinem Snowboard. Gemacht, Everest. Rocky, kannst du den Zeiger wieder anbauen und ihn nach oben drehen? So, fertig. Jetzt lassen wir Henrietta frei. Wurde aber auch wirklich Zeit, dass du rauskommst, Henrietta. Bürgermeister Besserwisser hat mit seinem Schiff einen Eisberg gerammt. Wir müssen es reparieren, bevor es sinkt, damit die Bürgermeisterin und die anderen nach Hause segeln können. Hilfe! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt. Und Everest. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Also los, bergen wir das Schiff. Okay, Everest, wir müssen den Paw Patroller mit dem Schiff verbinden. Gut gezielt, Everest. Und jetzt holen wir es an Land. Los geht's, Robohund. Hurra! Wenn wir fertig sind, wird das Schiff noch viel besser sein als vorher. Gut, dann kann Bürgermeister Besserwisser alle zur Abenteuerbucht zurückbringen. Moment, wo ist Bürgermeister Besserwisser? Tja, was den betrifft. Eine Höhle. Ich wette, dass der Schatz hier irgendwo ist. Warten Sie, Herr Bürgermeister. Vorsicht, Sie lösen eine Lawine aus. Oh, ich hatte es schon fast geschafft. Ich habe ihn gesehen. So, das sollte genügen. Jetzt können Sie nach Hause segeln. Ryder, danke, dass ihr uns vor der Kälte gerettet habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Hallo, Herr Graf. Wie läuft es so in Bellenburg? Ein Schild wurde gestohlen. Ein Schild mit einer Karte zum Kessel des Schlafs. Der Kessel des... Schlafs? Der erzeugt einen magischen Nebel, der alle in Schlaf versetzt. Okay, wir sind schon unterwegs. Zu schlafen. Die Prinzessin und der Graf schlafen auch. Wir können auf keinen Fall in die Stadt. Wenn wir in eine dieser Wolken geraten, schlafen wir auch alle ein. Ryder, der Kessel ist auf einem Dach in der Nähe der Turmuhr. Marshall, Rocky, ihr müsst den Nebel aufhalten. Geht klar. Machen wir. Hätten wir nur einen lauten Wecker, um alle aufzuwecken. Rubble, was für eine tolle Idee. Chase, kletter rauf zur Spitze der Turmuhr. Wir lassen den großen Turm durch dein Drachenmegafon klingeln. Es wird sich anhören wie der lauteste Wecker der Welt. Aber wie soll es denn klingeln? Die Uhrzeiger sind noch lange nicht auf 12. Wir benutzen den Magneten, um die Metallzeiger der Turmuhr direkt auf 12 Uhr zu stellen. Aber wie kriegen wir den Magneten ganz darauf, Ryder? Du musst ihn hochkatapultieren. Ruff, Drachenmegafon! In die Position, Ryder! Katapult!
Los! Danke, Ritter Ryder. Danke, Rettungsritter. Ihr habt wieder mal unser schönes Bellenburg gerettet. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Klasse. Wir haben einen dringenden Rettungseinsatz auf der Sonnenfelsinsel. Schnee? Auf einer tropischen Insel? Ja. Herr Pfeffer und Alex sind total eingeschneit und sitzen fest. Wir müssen sie finden und von der Insel holen. Robohund, nimm das Schneemobil von Everest mit und flieg uns zur Insel. Tolle Schneeschuhe hast du gebastelt, Opa. Was wollen wir spielen? Ein Spiel namens Wanderung zum Strand. Es ist eine große offene Fläche. Die Paw Patrol wird uns dort mit Sicherheit finden. Alles klar, ich zuerst. Wow! Guck mal, Opa, ich fahr Ski. Vorsichtig, Alex. Herrje! Bis später, Alligator. Alex, wir müssen langsamer fahren. Ich glaube, das kann ich nicht, aber es macht Spaß. Oh, oh, wir rasen auf eine Klippe zu. Sichtgerät. Ryder, ich sehe Alex und Herrn Pfeffer den Berg runterfahren. Aber sie sausen direkt auf einen tiefen Abhang zu. Everest, fahr mit deinem Schneemobil unten vor den Abhang und bau ein Schneekissen. Schnell. Verstanden. Das ist schön weich und gerade rechtzeitig. Ja! Alex, Herr Pfeffer, ist alles in Ordnung? Das war toll. Können wir das nochmal machen? Wir bringen euch an Bord des Air Patrollers. Da ist es schön warm. Das ist der beste Campingausflug aller Zeiten. Und das haben wir dir und der Paw Patrol zu verdanken. Oh, aber gern geschehen. Wenn das Wetter mal wieder verrückt spielt, ein Anruf reicht. Ryder, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Wir haben schon überall nach unseren Ziegen gesucht. Wir werden sie finden und auch den kaputten Zaun reparieren. Stimmt's, Rocky? Genau. Schraubendreher. So, das Gehege ist repariert. Nichts wie los. Hallo, Frau Bürgermeisterin, was gibt's? Yumis Ziegenbabys haben gerade meine Stranddecke zerkaut. Wir sind schon unterwegs. Feldfreunde, die Ziegen sind am Strand. Wir müssen sie zusammentreiben. Geht klar. Ihr kleine Zicklein. Ich hab sie auf das Floß getrieben. Klasse. Aber wo ist das Floß denn? Die Flut kam und hat es rausgespült. Ausgerechnet im falschen Moment. Die Bürgermeisterin hat gesagt, dass meine Ziegen hier sind. Wo sind sie? Sie sind sozusagen segeln gegangen. Zuma, wir brauchen dich für eine Wasserrettung. Ab ins Wasser! Jetzt bekommt ihr Hilfe, kleine Ziegen. Oh nein! Ryder, sie haben die Seile zerknabbert und treiben in alle Richtungen ab. Was soll ich tun? Wir müssen die Baumstämme irgendwie wieder zusammenbinden. Rennende Ziegen, wie beim Yogakurs. Rennt, kleine Ziegen, rennt! Das macht ihr ganz toll. Macht weiter, ich schiebe euch zurück an den Strand. Oh, meine Babys. Danke, Paw Patrol. Kein Problem. Wenn die Yoga-Ziegen wieder mal weglaufen, ein Anruf reicht. Die kleinen Racker müssen schnell nach Hause. Sie sind müde, seht nur. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, Feldfreunde. Drei Vögel in der Stadt sind verschwunden. Daher brauchen wir für diesen Einsatz Sky. Du musst mit deinem Hubschrauber aus der Luft nach Bertha, dem hübschen Beo-Vogel, suchen. Denn sie ist die Einzige, die fliegen kann. Ich heb jetzt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, ich habe die vermissten Vögel gefunden. Sie fliegen gerade davon. Hä? Alle drei, Sky? Aber Hühner und Strauße können nicht fliegen. Oh doch, wenn sie in einem Heißluftballon sind. Oh oh. Los, hinterher. Sky, versuch mit deinem Hubschrauber den Ballon runterzudrücken. Haltet durch, Vögel.
aus dem Sturzflug direkt über uns. Chase, fang ihn mit deinem Netz auf. Ruff, Netz! Gut gemacht, Chase. Danke. Aber jetzt ist Henrietta ganz allein da oben. Reinhard, wir müssen sie so hochbringen, dass sie das Ballonseil zu fassen bekommen. Marshall, komm so schnell du kannst mit deinem Feuerwehrauto her. Marshall, mach! Da bin ich, Ryder! Toll, fahr deine Leiter aus. Leiter! Also dann, Reinhard, sie wissen, was zu tun ist. Oh, gleich. Hab ich! Nur keine Angst, kleiner Passagier. Ich, der reisende Reinhard, werde diesen Ballon fachmännisch sicher zur Zentrale zurückbringen. Danke, Ryder. Und auch der Paw Patrol, dass ihr die kleinen Ausreißer gerettet habt. Wenn ihre Vögel wieder mal wegfliegen, ein Anruf reicht. Und jetzt husch verschwindet. Ich will sie ausprobieren. Die Schnelllaufhose. Sie funktionieren. Ein Fruchtsaft, bitte. Oh nein, der gehört mir. Nimm die Pfötchen weg. Oh nein, was ist denn jetzt los? Aua. Was ist in meinem Maisfeld los? Hilfe! Ich habe meine Hose nicht mehr unter Kontrolle. Bürgermeister Besserwisser? Hose? Irgendwie kommt mir das merkwürdig vor. Ich rufe besser die Paw Patrol. Meine wildgewordene Hose ist nicht zu bremsen. Sky, folgt dem Bürgermeister. Ich lasse ihn nicht mehr aus den Augen. Ich sehe seine glänzende Metallhose blitzen. Metall? Das bringt mich auf eine Idee. Rubble, halt den Bürgermeister mit deinem Elektromagneten auf. Kein Problem. Helf mir. Hilfe! Nein! Oh. Hilfe! Ich falle! Hilfe! Sie können die Augen öffnen. Ich habe sie aufgefangen. Was? Oh, holt mich bloß raus aus diesem Ding. Oh. Oh, oh. Geht es Ihnen gut, Herr Bürgermeister? Ja. Danke, dass ihr mich aus dieser schrecklichen Schnelllaufhose befreit habt. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Danke nochmal für das Brot. Ja. Wiedersehen. Ich habe offenbar nur Brot im Kopf, denn ich rieche frisch gebackenes. Was ist hier los? Passt auf, es kommt direkt auf uns zu. Sky, wir haben eine Kuhherde in einem fliegenden Bauernhaus. Komm mit dem Hubschrauber und beeil dich. Ja, ich bin der Flughund. Ryder, ich sehe das fliegende Bauernhaus. Sky, kannst du die Kühe mit dem Bauernhaus zum Landen bringen? Wir haben noch ein paar Brotliebhaber, Ryder. Husch, husch. Polenta, du verlierst an Höhe. Ich glaube, wir müssen uns auf eine Notlandung vorbereiten. Chase, du musst sofort die Straße räumen. Rocky, bereite eine Landebahn vor. Gut gemacht, Ryder. Gut gemacht, Fellfreunde. So, Sky, jetzt bist du dran. Langsam absetzen. Oh nein! Ja, ja, gute Arbeit! Oh, Ryder, ich bedanke mich bei dir und den Hunden für eine der gewagtesten Rettungsaktionen, die ich je gesehen habe. Keine Ursache, Bauer Alfred. Und wenn wieder mal ein riesiges, aufgeblasenes Brot ihr Bauernhaus zum Fliegen bringt, ein Anruf reicht. Ein merkwürdiger Traum.
seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Kätzchen vom Bürgermeister sitzen im Clownmobil von Hupsi und rasen wie wild durch die Gegend. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Sky. Ich heb jetzt ab. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Habt keine Angst, Kätzchen. Ich habe dafür gesorgt, dass jemand kommt, um euch zu retten. Das Auto muss langsamer werden. Sky, lass Hupsi vorsichtig runter auf das Auto. Gut, Hupsi. Und jetzt zieh den Schlüssel ab. Du musst den Schlüssel irgendwie lockern. Am besten geht's mit Öl. Oh nein, durch das Öl rutscht er aus. Er hat es geschafft. Das war gute Arbeit, Hupsi. Oh, meine Kätzchen, ihr seid in Sicherheit. Ja! Juhu. Hilfe! Rocky, Zuma, wir brauchen Verstärkung. Rocky rockt. Ab ins Wasser. Ihr müsst euch beeilen. Ihr fährt direkt zu Alex Party. Passen Sie auf. Der Bürgermeister macht meine schöne Geburtstagstorte zu Brei. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr habt meine Torte gerettet und meine Party. Danke, Paw Patrol. Das haben wir doch gern gemacht, Alex. Falls eure Clownvorstellung wieder mal in Gefahr ist, ein Hupen reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, Freunde. Wir müssen einen Baby-Dino retten. Er ist in eine Grube gefallen. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du schaffst einen der Baumstämme mit dem Greifer an deinem Fahrzeug weg. Außerdem brauchen wir Rex. Du räumst mit deiner Dino-Kralle den anderen Baum aus dem Weg, alles klar? Auf ins Dino-Abenteuer. Und Sky? Sobald die Bäume weggeräumt sind, hebst du den Baby-Dino mit deinem Flugzeug aus der Grube raus. Ich heb jetzt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Es ist nicht mehr weit, nur noch ein kleines Stück. Wir sind hier. Ich bin froh, dass ihr da seid, Paw Patrol. Der arme Saurier ist sehr in Sorge. Das war halte durch. Wir holen dich da raus, auf Dinosaurisch. In Ordnung. Rocky, Rex, räumt die Bäume sofort weg. Machen wir. Dino-Kralle! Eins, zwei, drei und ziehen! Kolossale Kooperation, Freunde! Es geht los, Sky. Dann hol das Baby mal da raus. Rettungsgurt! Leg den Gurt an, Kleiner. Ich weiß, du schaffst das. So ist's gut. Und bereit. Das hast du gut gemacht, Rex. Sky, hoch mit ihm. Es geht aufwärts. Jetzt muss ich nur noch einen guten Landeplatz für dich finden. Oh, endlich ist er wieder bei seiner Mama. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, Freunde. Wir haben einen Einsatz auf Jakes Berg. Onkel Herbert, der Goldsucher, ist in einem entgleisten Minenwagen. Wir müssen ihn retten und den Minenwagen anhalten, bevor ein Unfall passiert. Für diesen Einsatz brauchen wir Everest. Benutz dein Schneemobil. Mit dem vorderen Greifer kannst du Onkel Herbert aus dem Wagen holen. Rubble? Der Minenwagen könnte direkt in Onkel Herberts Blockhütte krachen. Du musst mit deinem Fahrzeug einen großen Erdhügel aufschütten, um den Wagen zum Anhalten zu bringen. Da ist der Everest. Greifarm! Die Paw Patrol! Oh, oh. Hab dich! Gut gefangen, Everest. Aber bitte lass Goldie nicht entkommen. Rubble, halt dich bereit. Der Minenwagen kommt dir entgegen. Hier ist alles vorbereitet, Ryder. Hoffe ich. Goldie!
Schlumpfen rollt wieder den Berg runter. Goldie, er ist zurückgekommen. Und überrollt uns, wenn wir uns nicht beeilen. Marshall, fahr runter zum Flussufer am Fuße des Berges. Halt dich fest, Onkel Herbert. Oh. Es hat funktioniert, Ryder. Aber jetzt ist die Biber-Familie in Gefahr. Beeil dich, Marshall. Du musst mit deinen Wasserdüsen den Boden vor den Biber nass machen, damit der Schlamm den Klumpen stoppt. Verstanden. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Paw Patrol bedanken. Ihr habt meinen größten Schatz gerettet. Das ist großartig. Deinen großen Goldklumpen? Nein, meinen neuen Kumpel, Billy und seine Biberfamilie. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber schnell, Freunde. Herrn Pfeffers Kuchen wurden von einem Wirbelwind erfasst. Oh, oh. Und jetzt schleudert dieser Kuchenzyklon Kuchen in der ganzen Stadt herum. Chase, du musst die Leute mit dem Megafon vor dem Kuchenzyklon warnen, damit sie nicht hineingeraten. Und Rocky, du reparierst alles, was der Zyklon kaputt gemacht hat. Und Marshall, du machst mit deinen Wasserdüsen alles sauber, was von den Kuchen getroffen wurde. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Alles wieder schön. Gefällt's dir, Katzi? Kati, geh sofort ins Haus! Oh nein! Was für ein Chaos! Ryder! Der Kuchenzyklon hat eben Katis Salon verwüstet! Wir sind unterwegs! Marshall, hilf Rocky, aufs Dach zu kommen! Leiter hoch! Greifer! Wasserdüsen! Tut mir leid, Rocky. An mir hat kein Kuchen geklebt. Ryder, ich kann den Kuchenzyklon von hier aus sehen. Los, komm, Feldfreunde. Solange heiße Kuchen in dem Zyklon sind, wird er niemals aufhören, sich zu drehen. Sky, Rubble, ich brauche eure Hilfe. Ich hilf jetzt ab! Rubble ist der Retter! Sky, dein Haken, heb Rubble hoch! Jetzt flieg ihn über den Kuchenzyklon und lass ihn langsam runter. Wenn du drin bist, schlag die Kuchen mit deiner Schaufel raus. Schaufel! Juhu! Bam! Volltreffer! Ja, Rubble, gut gemacht! Ja! Mit Tintenfischfüllung. Vielen Dank für eure Hilfe, Paw Patrol. Wir wollen den Strand schön sauber haben und sicher für die Meeresschildkröten. Sie schwimmen heute an Land, um ihre Eier zu legen. Und fertig. Achtung, Meeresschildkröten. Eure müllfreie Eierablagestelle ist fertig. Müllfrei, hä? Ich weiß. Wir werden diesen Strand so vermüllen, dass die Schildkröten nicht in seine Nähe kommen. Dann müssen sie rüberschwimmen zu unserer Stadt. Es gibt nur ein kleines Problem dabei. Rocky, dieser Hund sammelt den Müll schneller ein, als wir ihn verteilen können. Wir müssen ihn irgendwie von hier fernhalten. Müll im Wasser? Ich möchte nicht, dass die Meeresschildkröten da hineinschwimmen. Ich muss etwas tun. Schleppboot! Komm sofort her! Hey, das ist meine Hundemarke. Ich brauche ein Transportmittel. Mit dieser Ausrüstung habe ich den besten Düsenantrieb aller Zeiten. Wiederverwerten ist toll. Ich habe sogar Pfefferminzbonbons gefunden. Zwar nicht mehr essbar, aber gut zum Abzischen. Abenteuerbucht, ich komme! Rocky, Rocky, okay, wie kommst du denn hierher? Kätzchen, sofort den Müll abwerfen! Das könnte euch so passen. Ich glaube, das gehört mir. Okay, Ryder, ich habe mein Schleppboot wieder. Die Meeresschildkröten schwimmen auf den Strand zu. Tolle Neuigkeiten und tolle Arbeit, Rocky. Die Schildkröten sind da. Hip, hip. Hurra. Der Wind pfeift aber ganz schön. Ein Glück, dass wir heute Nacht drinnen bleiben können. Hallo, Bauer Alfred. Ryder, Rüsselchen ist in Panik geraten. Er hat sich vor dem Donner erschreckt und ist weggelaufen. Wir helfen Ihnen beim Suchen. Rüsselchen! Rüsselchen!
Rüsselchen! Da ist er ja! Ryder? Ich sehe Rüsselchen in der Schlucht! Und los! Da ist er! Ich bleibe in der Nähe, falls ihr noch Hilfe braucht. Chase, wir klettern jetzt runter. So knapp, Pfoten! Schon gut, Rüsselchen. Wir holen dich in 0, nichts hier raus. Okay, na komm her. Er ist zu unruhig, wir können ihn nicht tragen. Sky, lass den Rettungsgurt runter. Hab ihn. Ganz ruhig, Rüsselchen. Bald bist du wieder bei Bauer Alfred. Sky, es kann losgehen. Na, dann wollen wir mal. Ryder, das Gewitter ist direkt über der Abenteuerbucht. Flieg nicht zu nah an das Gewitter, Sky. Nimm den Umweg über die Berge und über die Bucht. Okay, Rüsselchen. Es wird zwar etwas länger dauern, aber wir bringen dich sicher nach Hause. Wir sind gleich zu Hause, Rüsselchen. Wenn ich den Bauernhof finde. Fantastisch! Köpfe hoch! Sind das Kühe? Sie leuchten euch den Weg nach Hause. Ah, da ist ja mein kleines Rüsselchen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ihr habt Rüsselchen zurückgebracht. Ich danke euch allen. Kein Problem, Bauer Alfred. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein... reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben heute ein doppeltes Problem. Danny saust durch die Kanalisation und Flitzezahn kann ihre Inlineskates nicht ausschalten. Oh, oh nein! Flitzezahn? Wer ist das? Frau Fröhlich. Das war früher in der Roller-Derby-Mannschaft ihr Spitzname. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Außerdem brauchen wir Marshall. Marshall macht's. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr da seid. Wir haben Frau Fröhlich und Danny nicht mehr gesehen, seit sie in dem Gully verschwunden sind. Chase, jetzt brauchen wir deine Flugkamera. Alles klar, Ryder. Flugkamera. Wir sind zu schnell unterwegs. Ich kann nicht anhalten. Wenn das so ist, dann gib mir meinen Pullover. Wir machen ihn zu einem Bremsschirm. Da kommen sie. Marshall, Chase, ihr müsst sie stoppen. Alles klar. Dann los. Au, au. Wasserdüsen. Also da war der Knopf zum Ausschalten. Danke. Danke, Paw Patrol. Das war sowas von extrem. Das mache ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das haben wir gern gemacht. Du weißt ja, Vollbremsungen sind ganz leicht. Ein Anruf reicht. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Sehr gut, denn heute hat die Paw Patrol einen ganz besonderen Einsatz. Wir fahren mit dem Sea Patroller zum Hof von Bauer Alfred. Was? Wir wissen nicht warum, aber sein Bauernhof steht unter Wasser. Zuma, ich möchte, dass du mit deinem U-Boot herausfindest, woher das Wasser kommt. Achtung, fertig, nass werden. Na, da laust mich doch der Affe. Robohund, und jetzt den Wasserfahrmodus einschalten. Zuma, finde heraus, woher das Wasser kommt. Wird gemacht, Captain Ryder. Wow, komisch, so ein Unterwasserbauernhof. Ryder, ich habe einen Schlauch gefunden, aus dem immer noch Wasser läuft. Alles klar, folge dem Schlauch zum Wasserhahn und dreh das Wasser ab. So was Dummes hätte ich doch nur den Felsbrocken vom Gully geschoben. Also darum läuft das Wasser nicht ab. Der Abfluss ist blockiert. Das kriegen wir schon hin. Rubble, du musst den Stein wegschieben, damit das Wasser abläuft. Na gut, dann werde ich mal den Stöpsel ziehen. Das ist ja ein echter Brocken. Aber den kriege ich weg. Ryder, ich hab's geschafft. Du musst ganz schnell wegschwimmen, Rubble. Abfließendes Wasser ist wie ein Strudel. Alles klar. Rückwärtsgang. Viel
Vielen Dank für alles, Paw Patrol. Ihr habt meinen Hof gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Bauer Alfred, ich hab vergessen, das Wasser abzustellen. Ups, tut mir leid. Jeder macht mal einen Fehler. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Tracker hat einen Laut gehört und wollte schauen, ob jemand Hilfe braucht. Jetzt ist er verschwunden. Wir müssen einen Spürhund aufspüren? Ganz genau. Und für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Sky. Ja, ich bin der Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hier ist ein guter Startpunkt für deine Flugkamera. Ruff, Flugkamera. Riesige Affenpfotenabdrücke? Vom Zottelaffen. Vielleicht hat er Tracker gesehen. Sky, vielleicht findest du den Zottelaffen von oben. Moment! Ryder, ich hab ihn gefunden! Zottelaffe läuft mit Tracker in der Pfote davon! Vielleicht kommst du mit der Flugkamera näher ran. Eieiei! Rettungsgurt! Gracias, Sky! Was hat der Zottelaffe denn nur? Er wollte, dass ich ihm bei irgendetwas helfe. Jemand hat ein Problem. In die Richtung. Oh, noch ein Riesenaffe. Er ist in das Loch gefallen und kommt allein nicht mehr heraus. Darum hat dich der Zottelaffe wahrscheinlich mitgenommen. Er braucht Hilfe, um den kleinen Zottelaffen zu retten. Keine Sorge, mein Freund. Wir kriegen dich hier schon irgendwie wieder raus. Ich weiß schon wie, Rocky. Bringe ein paar von den Brettern für die Baumhausreparatur her. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Fertig. So, jetzt runter damit. Die ist aber schwer. Wir haben es geschafft. Gerettet. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Uka-Uka reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber schnell, Freunde. Danny und Lotta sind auf den El Grande geklettert und haben dabei einen Adler verärgert. Jetzt hält er sie auf einem Felsvorsprung fest. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du musst den Adler mit deinem Hubschrauber ablenken, damit er Danny und Lotta in Ruhe lässt. Ich heb jetzt ab! Und Geheimspion Chase, du musst Danny und Lotta mit deiner Seilrutsche vom Berg herunterhelfen. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Der Adler hat noch immer meinen Selfie-Stick. Ryder, ich bin extrem froh, euch zu sehen. Der Adler lässt uns einfach nicht in Ruhe. Sky, lock den Adler von ihnen weg. Ja klar, verstanden. Das ist ein ziemlich großer Vogel mit riesigen scharfen Krallen und einem unheimlich starken Schnabel. Hierher, großer Adler. Na komm, folge mir. Jetzt verstehe ich. Du willst spielen. Du bist eigentlich gar kein böser Vogel. Du willst nur Spaß haben. Du kannst tolle Kunststücke. Lotta, Danny, haltet durch. Wir holen euch darunter, bevor der Adler zurückkommt. Chase, Zeit für die Seilrutsche. Sofort. Ruff, Seilrutsche. Das macht richtig Spaß. Also los, Danny. Jetzt bist du dran. Du bist gerettet. Ich bin so froh. Ich auch. Dankeschön, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Mein Selfie-Stick. Wow. Danke, Adler. Und? Wollen wir noch den Gipfel erstürmen? Ich bin dabei. Verstecken spielen im Dschungel macht so viel Spaß. Moment mal. Wir müssen noch Marshall finden. Wo steckt er? Marshall, hab dich gefunden. Du bist nicht Marshall. Ein Pinguin? Na, so etwas sieht man im Dschungel nicht jeden Tag. Ich will sie umarmen. Hierher, Pinguine, Pinguine, Pinguine. Kommt alle raus. Was macht der große Eisbrocken denn hier? Ich wette, damit sind die Pinguine hierher getrieben. Eine scharfsinnige Schlussfolgerung, Paw Patrol. Captain Tollpatsch? Diese Pinguine sind weit entfernt von ihrer frostigen Heimat. Wir müssen Ryder anrufen.
Hallo Chase, was gibt's? Ryder, wir haben drei Pinguine im Dschungel gefunden, aber dann haben wir sie verloren. Keine Pinguine zu verirrt, keine Pfote zu klein. Rocky, lauf zu Captain Tollpatsch und hol ein paar Fische und bring dein Katapult mit. Rocky rockt Fische. Seht mal, Captain Tollpatsch hat uns ganz viele Fische geschenkt. Klasse, schleuder die Fische mit deinem Katapult zu den Pinguinen. Damit locken wir sie zu seinem Boot. Kommt her, Pinguine. Es gibt Mittagessen. Danke, dass Sie die Pinguine in ihre Heimat zurückbringen, Captain Tollpatsch. Ich werde sie mit frischem Fisch füttern. Und die Klimaanlage unter Deck sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen, bis sie wieder in ihrer geliebten Kälte sind. Der Hut gefällt mir noch nicht. Ich will einen Hut, den die Welt noch nicht gesehen hat. Sie machen jetzt auf der Stelle Schluss mit dem Blödsinn. Ha! Sie haben ein Denkmal von Ihrem Huhn. Und ich schaffe ein Denkmal vom größten Bürgermeister aller Zeiten. Von mir! Ich rufe Ryder an. Sie haben aber schon eine Menge Gestein aus dem Berg gehauen. Rubble hat recht. Er ist nicht mehr stabil. Das ist lächerlich. Halt, einen Moment. Warum sind meine Ohren denn so spitz wie Katzenöhrchen? Ha, was soll's? Das übernehme ich selbst. Kätzchen können die Arbeit eines Bürgermeisters eben nicht übernehmen. Ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ich auch. Ich rufe Verstärkung. Marshall, Chase, Zuma, Rocky, wir brauchen eure Hilfe. Haha, jetzt sind beide Ohren so perfekt wie meine. Fertig. Nein, 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 nein! Nein! Oh nein! Er rollt in die Abenteuerbucht! Sky, wir lenken den rollenden Felsen in die Bucht. Such mir einen Weg zum Ufer. Die Straße am Wasser ist frei. Die ganze Arbeit. Den bekommen nur noch die Fische zu sehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Henrietta und Dockelino sind mit dem Hoverboard von Draufgänger Danny X unterwegs. Oh nein! Dockelino! Wir müssen sie einfangen. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Sky. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Welch ein Glück, dass ihr kommen konntet. Bitte rettet unsere Hühner. Wir kümmern uns drum. Sky, siehst du sie schon? Fernsichtbrille. Ja, ich sehe sie, Ryder. Ryder, sie sind auf dem Wagen von Bäuerin Yumi. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Wir sind auf der Suche nach zwei Hühnern. Und da sind sie. Fall abgeschlossen. Und schon sind sie wieder weg. Fall wieder eröffnet. Ich verfolge sie, Ryder. Die Drohne fliegt so wild hin und her, ich kann sie nicht fangen. Und jetzt fliegt sie aufs Meer. Zuma, wir brauchen dich für eine schnelle Meeresrettung. Und es gibt etwas Besonderes, das du mitbringen kannst. Auf die Plätze, fertig, nass. Keine Angst, euch passiert nichts. Hilfe ist unterwegs. Rettungsmaiskolben. Gut gemacht, Zuma. Danke, Paw Patrol, dass ihr mein allerliebstes Lieblingshühnchen gerettet habt. Und meine noch viel kostbareren Gockelino. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Kikeriki und Flattern reicht. Der Mais ist reif und kann geerntet werden. Henrietta schmeckt er bereits. Was ist das? Der Pflückomat. Damit ist die Maisernte blitzschnell erledigt. Das ist ja geradezu märchenhaft. Vielleicht kann der Pflückomat auch andere Sachen ernten. Damit würden wir viel Zeit sparen.
Ja, er kann Steckrüben und Kürbisse ernten. Oh, Henrietta liebt diese Steckrüben. Wohin ist denn mein Handtaschenhühnchen nur verschwunden? Pflücken, pflücken. Oh nein, was ist denn mit dem Flückomat los? Er ist außer Kontrolle. Und ich finde mein allerliebstes Lieblingshühnchen nicht. Wir rufen besser die Paw Patrol. Pflücken, pflücken. Sky, hast du schon Henrietta gefunden? Noch nicht, Ryder. Ich suche weiter. Oh! Rocky, kannst du sehen, was mit dem Flückomat nicht stimmt? Huh? Nein, aber dafür habe ich Henrietta gefunden. Das Dumme ist nur, sie ist in dem Flückomat. Sky, wir haben Henrietta. Sie ist in dem Flückomat. Schon unterwegs. Greifer. Hier, Henrietta. Halt dich fest. Pflücken. Oh, wohin fliegt der Pflückomat? Na komm, Henrietta. Ich kenne jemanden, der sich riesig freut, dich wieder zu haben. Oh, Frau Bürgermeisterin, hier ist sie. Oh, ich danke dir, Sky. Du bist die Beste. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Ryder, sieh dir das mal an. Riesenfußspuren, die sind bestimmt von Elefanten. Ja, sie sind hier. Wir müssen in die Richtung. Das Gebrüll ist jetzt noch viel lauter als vorher. Das heißt, es muss von hier kommen. Oh, ein Elefantenbaby. Oh, das ist Tröti. Wie kann so ein kleiner Elefant so ein lautes Tröten von sich geben? Ich glaube, ich weiß, wieso. Sein Hinterbein steckt in irgendwas fest. Ralfi, nicht! Geh sofort da weg! Tröti, komm zurück! Wir wollen dir doch nur helfen! Oh nein! Ryder, Tröti rennt direkt zum Fluss! Oh oh, die Strömung ist ziemlich stark. Tracker, kannst du auf das Floß springen und es mit deinen Kabeln anhalten? Aber klar, das schaffe ich leicht. Ich fange ihn mit dem Rettungsgurt auf. Hab dich, Ralfi. Jetzt bringen wir Tröti zurück ans Ufer. Gut gemacht, Tracker. Alles gut, Tröti. Wir helfen dir nur. Wir nehmen dir diesen alten Reifen sofort ab. Ganz ruhig. Jetzt. Das ist mein Lieblingscomic. Der Hundenator. Super. Cool. Cool. Stark. Los, kommt, wir spielen Hundenator. Ihr spielt Hundenator? Spielst du mit? Frau Bürgermeisterin, alles in Ordnung? Leider nicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Eine Ritterrüstung ist aus einem Transportflugzeug rausgefallen. Sie ist in viele Teile zerbrochen und wurde über die Stadt verteilt. Aber das war doch das Geschenk für die Prinzessin. Ich weiß, deshalb müssen wir uns auch beeilen. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du musst die Rüstung mit deinem neuen Upcycling-Truck wieder zusammensetzen. Rocky rockt. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich hoffe, dass wir die Rüstung wieder hinkriegen. Ja, das hoffen wir alle. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Der Zug der Prinzessin ist gerade angekommen. Bitte sagt mir, dass die Rüstung fertig ist. Überzeugen Sie sich selbst. Seid gegrüßt, Eure königliche Hoheit. Wir haben ein ganz besonderes und einzigartiges Geschenk für die Prinzessin. Oh, entschuldigen Sie bitte das Geschäpper, Frau Bürgermeisterin. Überall, wo wir hinkamen, schenkte man uns eine Rüstung. Frau Bürgermeisterin, wir haben die... Ryder, wusstest du schon, dass die Prinzessin einen ganzen Waggon voller Rüstungen hat? Sie befinden sich alle da drin. Wow.
Ryder, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir kommen gleich wieder. Rubble, wir müssen die Rüstung zurück in den Upcycling-Laster packen. Ah, der Hundenator. Wir sind große Fans. Dankeschön, Paw Patrol. Wann immer Sie ein besonderes Geschenk brauchen, ein Anruf reicht. Jetzt müssen wir trickreich sein. Sea Patroller, jetzt kommen wir! So, jetzt segeln wir mit diesem Superschiff weg. Sobald ich den Startknopf finde. Arr. Sorgt dafür, dass dieser Robohund unten eingesperrt bleibt. Arr. Der blinde Passagier ist gut verstaut. Also welcher dieser Knöpfe hier? Beim Klabautermann. Die Fahrt geht los. Arr, arr. Habt ihr den Sea Patroller gefunden? Noch nicht, Ryder. Und jetzt habe ich auch noch Marshall verloren. Oh nein, ich werde ihn mal anrufen. Hallo, Ryder an Marshall. Wo bist du? Kannst du mich hören? Keine Antwort. Vielleicht ist was mit seiner Hundemarke. Oh, diese Hundemarke ist perfekt für meine neue Schatzkiste. Yo, ho, ho. Robohund? Ja. Das ist der Plan. Du versteckst dich hinter dem Fass, dann locke ich Sid vom Steuer weg, dann schleichst du dich hin und übernimmst das Steuer. Gepunkteter Hund, was machst du da? Wasserdüsen! Wasser! Ich krieg's irgendwie nicht hin, meine Düsen auszuschalten. Na, dann werde ich es tun. Das ist der Sea Patroller. Wir müssen ihn zurückholen. Festhalten und volle Kraft voraus. Stell sofort das Wasser ab. Was ist das denn jetzt? Sid Seeräuber, wir holen uns unser Schiff zurück. Ryder, was bin ich froh, dich zu sehen. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Frau Bürgermeisterin, was ist los? Danny in seinem Vogelkostüm ist los. Er ist hoch oben in der Luft. Er ist von Adlern entführt worden und jetzt fliegen sie mit ihm davon. Falls er seinen Helm mit der Videokamera aufhat, haben wir Glück. Dann können wir seinen Flug verfolgen. Einen Augenblick. Hier ist Draufgänger Vogel X und dieser Flug ist mein spannendstes Abenteuer aller Zeiten. Wir müssen ihn unbedingt retten. Kein Adler zu groß, keine Pfote zu klein. Wow! Eine Landung, wie sie mir gefällt. Oh, ich verstehe. X-Fans, die allerbesten gefiederten Fluglehrer versuchen Draufgänger Vogel X das Fliegen beizubringen. Tut mir leid, Flattermänner. Aber ich hebe nicht ab. Hoppla. Boah, danke für die Hilfe. Hey, ich kann es. Danny denkt, dass er fliegt, aber in Wirklichkeit hüpft er nur. Wir müssen ihn irgendwie warnen, aber er kann uns nicht hören. Ich weiß. Chase, du bringst Danny mit der Flugkamera das Walkie-Talkie. Flugkamera. Die Speziallieferung ist schon auf dem Weg. Cool, es regnet Walkie-Talkies. Können wir später reden? Ich bin mitten in einer Flugstunde. Danny, hör auf zu hüpfen, wir kommen dich retten. Oh, wir streichen die Flugversuche. Hilfe! Wahnsinn, kommt schon, Flügel. Fliegt! Oh! Überlässt du das Fliegen mir. Danke für die fliegende Rettung, Paw Patrol. Gern geschehen. Du weißt ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Alex und sein Opa haben sich tief im Dschungel in einem Labyrinth verlaufen. Hilfe! Zum Glück hat Alex eine Karte gemalt und Mara hat sie uns gebracht. Tracker, mit deinem Geländewagen und deinem scharfen Gehör kannst du sie finden. Und Checks, du suchst den dichten Dschungel mit deiner Flugkamera ab. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich glaube, der Elefant hört etwas. Sirene, das ist die Paw Patrol. Hilfe! Wir müssen lauter rufen, vielleicht kann uns der Elefant helfen.
ihr das auch? Das ist komisch. Ich höre ein Elefantenbaby und dann höre ich noch zwei Stimmen, die so tröten wie Elefantenbabys. Das sehen wir uns näher an. Ja, wir haben das Labyrinth gefunden. Glaubst du, die Paw Patrol hat unser Tröten gehört? Ich höre Alex. Na dann los, finden wir sie. Opa, die Flugkamera von Chase. Gerettet, wir sind gerettet. Ich sehe sie. Paw Patrol, wir sind hier. Tracker, kannst du Alex da raushelfen? Kabel. Freunde, das Elefantenbaby ist doch da drin. Rubble, komm mit deinem Bagger zum Labyrinth. Rubble ist der Retter. Ich soll hier irgendwas hochheben? Rettungsritter auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen Schnuffinchen retten. Sparks hat sie entführt. Hilfe! Und den Turnierplatz in Ordnung bringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Ritterflughund. Und Rocky? Rocky Rock. Alles klar, die Rettungsritter legen los. Wie gut, dass ihr so schnell zurückgekommen seid, Rettungsritter. Sky, hast du den Drachen schon gefunden? Nein, keine Spur von Sparks und Schnuffinchen. Dann such einfach weiter und wenn du sie findest, sag uns sofort Bescheid. Der Pfosten ist zerbrochen. Ich weiß auch schon genau, womit ich ihn repariere. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Das habt ihr gut gemacht, Ritter Rocky und Ritter Rubble. Sky, hast du den entflogenen Drachen schon gesichtet? Ich habe Sparks gefunden, aber er fliegt so wild, ich komme nicht nah genug ran, um Schnuffinchen zu retten. Vielleicht kannst du ihn ja irgendwie ablenken. Kann ich die Dinger bitte haben? Danke. Sparks, sehen die nicht aus wie riesengroße Marshmallows? Komm und hol sie dir. Ich hab dich! Oh ja! Ich danke dir, Ryder, und auch euch Rettungsrittern, dass ihr das Turnier gerettet habt. Es war uns ein Vergnügen. Und wenn sich wieder mal ein böser Ritter an euren Tag schleicht, ein Anruf reicht. Ich bin dran, ich bin dran! Das Poppet klingelt. Da braucht jemand Hilfe. Oh, du hast recht. Ryder? Du bist nicht Ryder? Ich weiß. Ich passe auf Ryders Hunde auf, Frau Bürgermeisterin. Keine Sorge. Die Paw Patrol kommt gleich, um zu helfen. Alle Hunde in den Turm. Eigentlich sagt Ryder jetzt Paw Patrol zur Zentrale. Alles klar. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Ich meine Kathi. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ich meine natürlich Kathi. Jetzt hab ich's. Danke, Fellfreunde. Also, was macht Ryder als nächstes? Er sagt uns, welche Hunde er braucht und was genau sie tun sollen. Okay. Also, um den Postboten zu retten, brauchen wir Marshall. Du musst deine Feuerwehrleiter ausfahren, um ihn vom Baum runterzuholen. Und du musst dich beeilen. Marshall macht's. Und Sky, dich brauche ich auch. Du musst mit deinem Hubschrauber Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta sicher auf den Boden bringen. Ich heb jetzt ab! Also gut, Paw Patrol, dann legen wir jetzt los. Ich glaube, du meinst, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ja, genau. Keine Angst, Herr Postbote. Marshall wird sie runterholen. Genau. Leiter hoch. Jetzt holen wir sie hier runter, Herr Postbote. Ich bringe Sie und Henrietta gleich runter, Frau Bürgermeisterin. Rettungsgurt! Ich hab ihn! Das hast du gut gemacht, Sky! Ihr seid echt toll, Fellfreunde.
Also, wie ist das heute gelaufen? Kathi hat alles super toll gemacht, Ryder. Ich wusste, sie schafft es. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Es gibt ein Problem bei den Abenteuerbuchtwettspielen. Alle Medaillen sind verschwunden. Das ist aber wirklich merkwürdig. Dieser Einsatz erfordert richtige Detektivarbeit. Also brauchen wir ein Team aus erstklassigen Polizeihunden, angeführt von Polizeihund Chase. Ja, verstanden. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, Ryder, ihr müsst diese Medaillen finden. Rocky, scanne den Boden hier und such nach Spuren. Geht klar. Hier sind keine Spuren zu erkennen. Hast du eine Spur, Marshall? Nur ein paar Blütenblätter rund um die Medaillenpodeste. Ich habe gerade etwas entdeckt. Ich glaube, ihr müsst herkommen. Sieh mal da, wo die Goldmedaille hing. Katzenhaare. Aber es gibt keine Pfötchenspuren im Sand. Weil sie irgendetwas benutzt haben, um durch die Luft zu rauschen und die Blütenblätter von den Blumen zu fegen. Wie sollen wir denn nur diese fliegenden Katzenbanditen fangen? Ich habe einen Plan. Holt mir diese Medaillen. Halt, im Namen der Pfote. Geben Sie diese Medaillen zurück. Nein, die gehören alle mir. Mir, mir, mir. Hilfe! Wir müssen den Bürgermeister retten. Sky, fliegt dem Bürgermeister hinterher. Verstanden. Er fliegt auf das Ende der Schlucht zu. Netz! Perfekt. Gib mir meine Medaillen zurück. Ich bedauere, die kommen wieder dahin, wo sie hingehören. Oh, ich danke dir, Chase und der Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Wenn wieder mal Medaillen verloren gehen, ein Anruf reicht.